Warum jeder Influencer jetzt für Temu wirbt. Leute, bevor es losgeht, meine neuen Klamotten sind draußen. Yolo World Kollektion unten in der Videobeschreibung. Kauft gerne. Würde mich sehr supporten, würde mich sehr freuen. Wir gehen in das Video von Alicia Joe. Oui. Ja, Temu, immer so eine Sache, ne? Kennt man eigentlich nur von TikTok. Und mit diesen Codes und sowas soll eigentlich so das neue Wish, Alibaba, AliExpress sein. Wenn ihr euch in den Mal letzten Wochen gucken. im Internet aufgehalten habt, dann habt ihr mit Sicherheit von dieser App mitbekommen. Temu. Ob Werbung beim Super Bowl, auffällig unkritische Beiträge bei Galileo, die für mich schon fast nach Schleichwerbung aussehen, oder Oh. YouTuber, die von der Shopping-App schwärmen. Auf Temu gibt's wirklich alles. Fast alle Sachen wirklich unfassbar Oh, günstig. Und Alex, wie in der Kritik. manchmal gefragt, wie kann das sein, dass das so günstig ist? Und wenn ihr über den Link downloadet, bekommt ihr sogar noch einen Gutscheinbundle im Wert von 100 Euro dazu. Klingt alles ein bisschen zu schön, ich weiß. Man kommt nicht mehr drum herum. Selbst ich habe mittlerweile schon mehrere Kooperationsanfragen bezüglich dieser. Ich hab unnormal, ich krieg jeden Monat 5 Stück oder so von Temu. Die wollen mit jedem Influencer werben. App erhalten. Und ich mache es jetzt mal wie diese ganzen Clickbait-YouTuber. Ich werde euch am Ende des Videos verraten, was Temu denn so bietet, wenn man ein Influencer mit viel Reichweite ist. Naja, und auch, wie könnte es anders sein? Das weiß ich nicht. Ein auf TikTok Aber häufig. deswegen bleiben wir auch bis zum Ende dran, Leute. Sich mittlerweile Influencer die sogenannte Temu XXL Hauls machen. Irgendwie erinnert mich das an etwas. Ah ja, genau. Haben wir dieses Problem nicht schon genauso seit Ewigkeiten mit der Billig-Fashion-Marke Shein? Temu funktioniert im Grunde genommen sehr ähnlich wie der fragwürdige Kleiderwaren-Großkonzern Shein. Nur, dass es bei Temu neben Klamotten quasi alles andere gibt, was das Konsumopferherz begehrt. Airfryer, Zungenschaber, Mi Es gibt wirklich alles, ne? Das ist crazy. Zungenschaber für 89 Cent. Mixer, Digga. Glitzerringe, Ey! Kleiner Schablonen. Und das alles spottbillig. Kennt ihr noch die China-Schrott-App Wish? Die war ja besonders vor 3, 4 Jahren. Ich verstehe nicht, warum das so jetzt so krass im Hype ist, wenn es Wish und Alibaba und sowas gibt. Das ist ja nichts Neues. Im Hype. Damals hat sich ja sogar das geflügelte Wort bzw. der geflügelte Satz etabliert: Etwas ist auf Wish bestellt. Gemeint war damit übersetzt: Etwas sieht billig aus oder etwas ist eine billige Kopie. Also Shirin David sei zum Beispiel Nicki Minaj nur auf Wish bestellt. Dieses Sprichwort Oh, no front, no front. entwickelte sich nicht ohne Grund, denn in der Tat fand und findet man auf Wish billige Kopien aller gängigen Marken. Zum Beispiel diese Kopfhörer für 19,73 €, die doch sehr an die AirPods Max erinnern, welche im Original, naja, das 31-fache kosten. Als ich Temu das erste Mal gesehen habe, habe ich ehrlicherweise kurz gedacht: Ach witzig, Wish hat sich wohl mittlerweile neu gebrandet. Einen neuen Dachte Namen. ich auch, oh mein Gott, auf Temu bestellt. Hast du das auf Temu? Nee, auf Wish hört sich viel cooler an. Hört sich tausendmal cooler an. Ja. Etabliert und eine neue Website eröffnet, um diese alte Stigmatisierung des Billo-China-Shops zu verlieren. Dem ist aber nicht so. Temu ist nicht Wish und will es auch nicht sein. Temu ist das bessere Wish. Und das sage ich an dieser Stelle mit fetten Anführungszeichen. Während man bei Wish aufgrund der Verschiffung der Produkte aus Asien und Alles dem gleich Schmutz. Zoll häufig wochenlang auf seine Produkte wartet, versendet Temu innerhalb von 5 bis 14 Tagen. Und wenn ein Wow. Paket dann doch mal zu spät kommt, dann gibt es immerhin Rabatt auf die nächste Bestellung. Während bei Wish früher häufig noch Versandkosten draufkamen, versendet Temu kostenlos. Naja, zumindest heute. Was? Wenn du innerhalb der nächsten 10 Stunden bestellst. Und gestern gab es die Aktion auch. Und vorgestern. Und an dem Tag vorvorgestern. Moment mal. Ja, ihr seht es schon richtig. Temu. Hä, wie krass, Digga. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ansprechend, ne? Für diese ganzen Leute. Weil gerade bei Wish und sowas war immer das Nervige, die Versandzeit und die Versandkosten mit Zoll und sowas. Aber Digga, wie machen die überhaupt Plus, wenn man nicht mal Versandkosten Temu zahlt? arbeitet auf Aus seiner Website mit China. einer Praxis, die zumindest in Deutschland, sagen wir mal, illegal ist. Das hat nämlich das Oberlandesgericht Bochum schon 2015 geurteilt. Verwenden Online-Shops eine rückwärtslaufende Uhr, um die begrenzte Dauer eines Angebots werbewirksam zu unterstreichen, muss die Offerte nach Ablauf der eingestellten Zeit auch beendet werden. Und wie ich euch vielleicht gerade aufzeigen konnte, ist das bei Temu nicht der Fall. Also an jedem Tag, an dem ich geschaut habe, ging dieser dubiose Gratis-Versand-Countdown von vorne los. Und das ist sehr, sehr uncool, weil solche Fake-Countdowns einfach nur Druck auf die Kunden ausüben. Und wenn die Konkurrenz sich dran hält,
Temu aber nicht, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil, für den Konkurrenten Temu übrigens auch abmahnen könnten. Fraglich ist halt nur, ob sich in China irgendwer darum schert. Aber juckt eh nicht, Digga. Juckt null. Gleich wird es noch dubioser. Bevor wir dazu kommen, kommen wir noch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Das nachhaltige Modelabel Armed Angels. Denn ich sag mal so, wenn ihr irgendwo Jeans für 7 Euro seht, dann kann da eigentlich irgendwas nicht stimmen. Denn die konventionelle Herstellung von Jeans gilt als eines der schmutzigsten Verfahren der Modeindustrie. Es verbraucht extrem viel Wasser und pumpt Unmengen an CO2 in die Atmosphäre. Armed Angels hat es sich mit ihrer Detox Denim Kollektion zur Aufgabe gemacht, Jeans möglichst unbehandelt und authentisch zu produzieren. Geil. Sie setzen also auf Qualität statt Quantität und nutzen daher zum Beispiel 100% Biobaumwolle ohne synthetische Pestizide und verzichten auf das Bleichen mit Chlor. Klar, so eine nachhaltige Hose ist eine Investition und erstmal etwas teurer, aber ihr habt auch super lange was davon, weil die Qualität einfach top ist. Also ich persönlich kaufe lieber eine gute Hose für 100 Euro als 10 Hosen für 10 Euro, die aber dann nach dreimal Tragen ausgeleiert sind und nach einmal Waschen auseinanderfallen. Safe. Deshalb mit meinem Code Alicia15 spart ihr bis zum 15.10. 15% im Online-Shop. Also schau dort gerne mal vorbei. Nun aber zurück zu Temu und der Konkurrenz. Temu ist nicht nur das bessere Wish, sondern mit seiner vergleichbar kurzen Versandzeit und den billigen Preisen mittlerweile sogar ein ernsthafter Mitbewerber für Amazon. Ich meine, schaut hier, auch bei Temu gibt es, wie bei Amazon, die Digga, klassischen... Digga, das ist doch diese Lea Meichel. Junge, die können sie doch dick verklagen, Junge, die machen... Sternebewertungen unter Produkten. Und die sind, egal welches Produkt man anschaut, auffallend positiv. Ein Schelm, wer denkt, dass es hier vielleicht nicht unbedingt mit rechten Dingen zugeht. Dazu möchte ich euch gerne jeder. Auf zwei Videos verweisen von YouTuber-Kollegen, die sich etwas besser mit Technik auskennen als ich. Alexi Bexi und Torben Platzer haben beide schon mal für ein Video bei Temu bestellt, und zwar ohne dafür bezahlt zu werden, und eine ehrliche Review zu verschiedenen Produkten gemacht. Leafless Hanging Neck Fan. Komplett aus Plastik. Setze ich das auf? Und es ist arschlaut an den Ohren. Ich kriege hier vorne nichts ab, ich kriege hier hinten nichts ab. Ah, modernste Technik. Ein Tablet natürlich mit den besten und coolsten Spezifikationen. Oh, ist das alles ist das alles lahm. Bitte mach das seine Naht. Was für ein beschissenes Display. Ich sag mal so, mir persönlich würde das qualitativ nicht unbedingt genügen. Ich will auch Temu testen. Ich will auch. Ist das noch im Hype? Let's go! China-Schrott. Aber auch neben dubios guten Bewertungen und grenzlegalen Countdowns auf der Website bedient sich Temu an weiteren Marketingstrategien, die wie gemacht sind für die Generation TikTok. So kann es zum Beispiel passieren, dass wenn du nur lange genug auf der App rumscrollst, ohne etwas zu kaufen, ein Glücksrad auf deinem Bildschirm aufkommt. Geil, Junge! Einmal drehen und du kannst bis zu 100 Euro Gutscheine gewinnen. Baba! Naja, was dir hier nicht verraten wird, diese Gutscheine teilen sich dann in kleinere Beträge auf und die wiederum sind dann alle mit Mindestbestellwert. Aber wer interessiert sich schon für das Kleingedruckte, wenn große Gewinne winken? Und auch ansonsten wimmelt es auf der App von Blitzrabatten für kurze Zeit, Rabatt-Countdowns und Claims wie fast ausverkauft oder nur zwei übrig, um den Nutzer zu einem schnellen und vielleicht eher undurchdachten Kauf zu animieren. Denn dieser hat ja schnell Panik, dass dieses unfassbar günstige Angebot gleich weg sein könnte. Nun. Ey, wenn man, no joke, man kann sagen, was man will, es ist dreist und alles und so, aber Digga, die machen ja einiges richtig, ne? Das Marketing-Team. Ach du Scheiße. Wenn man keine Moral hat, aber gut im Marketing ist, dann kommt das dabei raus. Gratis Versand. Jawohl, Leute, wir haben auch gratis Versand. Ach, guck mal hier. Bis zu 97%. Digga, einfach so LED-Streifen. Für 2,88 Euro. Lieferung in einer Woche, Digga. Das ist ja so krass, ne? Das ist übel heftig. Direkt kaufen. Zur Kasse. Och, Digga. Kostenloser Versand auf alle Bestellungen. Ach du Scheiße. Schieben wir aber mal dieses ganze komische Angst-Marketing beiseite. Ich habe mir im Laufe meiner Recherche tatsächlich auch mal die Frage gestellt, ob so eine Website nicht auch positive Aspekte haben könnte. Wir haben ja schließlich eine Zeit, in der die Inflation so richtig reinkickt. Mhm. Viele Menschen müssen den Gürtel enger schnallen und jeden Cent umdrehen. Da kommt so eine App ja wie gerufen. Nicht umsonst heißt es im App Store, wenn man die App downloaden will, shoppen wie Milliardäre. Und sind wir mal ganz ehrlich? Auf Amazon werden viele von uns ja auch verarscht. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Dropshipping etwas sagt. Durch dieses Prinzip soll zum Beispiel auch Simon Desue an einen Großteil seines Geldes gekommen sein. Dropshipping, ich erkläre es euch kurz, funktioniert wie folgt. Hier ein sehr vereinfachtes Beispiel. Eine Person bezieht eine Ware aus China in ein... Theoretisch alle TikTok-Produkte. Dropshipping.
Ne, du bewirbst es auf TikTok, für viel, viel zu teuer. Der das auf TikTok bewirbt, holt das von China. Ach, Digga, sie... Genau, hohen Stückzahl für einen sehr niedrigen Preis. Sagen wir einfach mal 5000 Bambuszahnbürsten für je 10 Cent das Stück. 500 Euro. Diese Zahnbürsten deponiert die Person dann in einem deutschen Lager, was sich später auch um den Versand kümmert. Auf Amazon stellt die Person dann ein Angebot rein für eben ihre Bambuszahnbürste. Manchmal auch versehen mit tollen Badges und Stickern, die eigentlich gar nichts aussagen, aber das Produkt hochwertig wirken lassen sollen. Verkauft wird die Zahnbürste dann auf Amazon für, sagen wir mal, 5 Euro. Sprich, die Person macht pro verkaufte Zahnbürste 4,90 Euro Gewinn. Wenn sie alle 5000 Zahnbürsten verkauft, sind das 24.500 Euro. Und ihr seht, selbst wenn man jetzt noch die Kosten für Versand, Lagerung und Arbeitszeit abzieht, kann man mit diesem Modell extrem hohe Margen erzielen. Und man wird auch immer hohe Margen damit erzielen, weil das ist Konsum und das so funktioniert das Business, so funktioniert Resellen. Das ist ja nichts anderes als Resellen. Diese TikTok-Produkte und sowas, solches, das ist alles Dropshipping. Also viele haben gesagt, dass Dropshipping mittlerweile tot ist, aber es gibt immer in irgendwelchen Formen auf jeden Fall Dropshipping und es wird immer funktionieren. Dieses immer ständige Weiterverkaufen. Außer China schafft es irgendwie in nächster Zeit in 2 Tagen irgendwas zu versenden. Und ja, jetzt kommt Temu. Woo! Und zwar einfach aus dem Grund, dass viele Leute in Deutschland Sachen eben direkt möchten und von seriösen Anbietern auf Amazon. Produkte, die dann innerhalb weniger Tage ankommen und die man auch zurückschicken kann. Dabei könnte man als Person in Deutschland, die eine Bambus-Zahnbürste will, ganz ehrlich, heutzutage auch direkt beim Großhändler in China bestellen. Macht aber kaum einer. Und so können sich eben einzelne Leute, die gut in ihrem Job sind, in dieser Lieferkette sehr gut bereichern. Und nur nochmal als Disclaimer, das ist nicht bei allen Produkten auf Amazon so. Also ich kaufe auf Amazon zum... Theoretisch könnte man auch Temu-Dropshipping machen, ne? Zum Beispiel auch. Wenn die eh auch schnell sind und günstig. Regelmäßig teurere Techniksachen, sofern die eben von verifizierten Händlern sind. Das ist immer ganz wichtig, darauf zu achten, damit man nicht an Fakes oder ja, irgendwelche Billigprodukte gerät. Zurück zu Temu. Mit dieser Hintergrundinformation könnte man ja jetzt behaupten, dass das Ganze eigentlich eine gute Sache ist. Menschen beziehen jetzt vermeintlich direkt vom Händler und die, die halt in die Röhre schauen, sind die Dropshipper. Handelt es sich hier also vielleicht doch um eine Revolution des Warenhandels? Power to the people? Aber Temu ist safe selbst Dropshipper. Nicht ganz. Und dafür müssen wir verstehen, wer oder was eigentlich hinter der Firma Temu steckt. Und jetzt wird's düster. Das hier ist PDD Holdings, die Firma hinter Temu. Diese hat im Jahr 2022 einen Rekordumsatz von schlappen 16,7 Milliarden Euro gemacht. Und jetzt wird's ein bisschen nerdig. Einige von euch kennen vielleicht schon AliExpress von Alibaba, ein chinesischer Online-Versand. Das ist so dieser, das gängige, die gängige Seite, von wo Leute Dropshipping-Produkte herholen. Alibaba, AliExpress und so. Der eben vor allem eins ist. Weil da gibt's wirklich alles. Da gibt's, ey Leute, wenn ihr irgendwas großhandelmäßig da braucht, so, da gibt's alles. Billig. Hier kann man zum Beispiel, wenn man Dropshipping betreibt, seine Produkte günstig einkaufen und dann in Deutschland teurer weiterverkaufen. PDD Holdings hatte lange eine Konkurrenzfirma zu AliExpress. Pinduoduo sitzt ebenfalls in China. Und naja, diese E-Commerce-Plattform war gleich in mehrere Skandale verwickelt, um nur zwei zu nennen. Zunächst einmal wurde die App vor gar nicht allzu langer Zeit aus dem Google Play Store verbannt, wegen Verdacht auf Malware. Das bedeutet, von Computersprache auf Deutsch übersetzt, in dieser App wurde Schadsoftware vermutet, die Menschen eben gezielt hackt oder übers Telefon ausspioniert und überwacht. Zu Temu gibt es diesbezüglich keine Informationen. Aber ich sag mal so, eine Shopping-App, die ebenfalls von PDD Holdings ist, die genau dann groß wird, wo die alte App von PDD Holdings, nämlich Pinduoduo, eingestellt bzw. verboten wird und die dich mit Fake-Countdowns und Glücksrädern lockt. Nur meine Meinung? Ich hätte da kein Vertrauen rein. Dass die mit meinen Daten ordentlich umgehen, naja, weiß ich nicht. Des Weiteren geriet Pinduoduo damals in die Kritik für ihre Arbeitsbedingungen. Laut Analysten herrschte dort nämlich die 996-Arbeitskultur. Bedeutet, man arbeitet von 9 bis 9 Uhr, also 9 bis 21 Uhr, für 6 Tage die Woche. Sprich, was? 72 Stunden. Dass das weniger gesund ist, darauf deuteten dann auch 2 Todesfälle in der Firma hin. Innerhalb kurzer Zeit gab es einen Selbstmord von einem Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die auf ihrem
Heimweg nachts von der Arbeit zusammengebrochen und verstorben ist. Kurze Zeit zuvor hatte sie noch auf Social Media gepostet: Die kapitalistische Revolution hat die einfachen Leute wirklich verschlungen. Ach du Scheiße. Des Weiteren hatte sich dann noch ein Lieferant angezündet, man vermutet aus Protest wegen einer ausstehenden Lohnzahlung. Dieser ist aber immerhin noch mit dem Leben davongekommen. Naja, und wie sieht es bei Temu aus? Laut Analysten ist es dort nicht unbedingt besser. Im Gegenteil, mittlerweile vermutet man, dass dort sogar statt der 996 Arbeitskultur die 9127 Kultur herrscht. Das steht jetzt in keinem Arbeitsvertrag, aber es soll wohl von den Mitarbeitern erwartet werden, dass sie von 9 bis 12 Uhr nachts arbeiten und das 7 Tage die Woche. Wer gibt sich sowas freiwillig? Alter, das ist doch alles nur Zwangs, no joke. Das macht keiner freiwillig, Junge. Das machen nur Leute, die wirklich nichts anderes haben. Und die Armen, Alter. 9 bis 12. Ach du Scheiße. Aber 9 Stunden Schlaf, ne? Digga. Jeden Tag. Jeden Tag. Und ich will gar nicht wissen, wie viel die verdienen. Und die haben doch gar keine Zeit, um irgendwas, also irgendwie Geld auszugeben. Wozu arbeiten die, Digga? Das ist so schlimm. Auch mit Schule. Du bist da auch so bis 6 Uhr bis 19 Uhr bist in der Schule und dann musst du lernen. Das ist so schlimm. Und deswegen ist es eigentlich richtig gut, dass wir in Deutschland leben und so. Weil das ist hier wenigstens gut geregelt. Man hat immer noch Zeit und sowas. Sollen die Leute nicht rumheulen, wenn die, keine Ahnung, um 6 Uhr aufstehen müssen, bis 16 Uhr arbeiten? Kein Plan. Weil, Digga, guckt euch mal an, wie es in China ist und in anderen asiatischen Ländern. Das ist wirklich crazy. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: Ist das denn wirklich so? Ist es da wirklich so schlimm? Wie seriös sind diese Informationen? Aber auch hier einfach nochmal meine Meinung. Wenn man so billig Waren in solcher Vielfalt anbieten kann und als Unternehmen zusätzlich noch Milliarden Umsätze fährt, irgendwo muss da meiner persönlichen Ansicht nach in der Kette jemand ausgebeutet werden. Sonst funktioniert das nicht. Nach meinen Recherchen kann ich sagen, Temu ist für mich irgendwie so ein Wish und Amazon, aber auf Steroiden. Und ich meine den illegalen Stoff. Und ich muss auch sagen, nach diesen ganzen Fakten, also die komischen Countdowns, die Glücksspielaspekte, die Kopien und fast Plagiate großer Marken, die auf Temu verkauft werden. Und nach der Background-Information zu der Firma, die hinter Temu steckt, wundert es mich persönlich, dass diese App überhaupt auf dem europäischen bzw. deutschen Markt ist. Und ich muss sagen, nach meinen Recherchen wäre es mir persönlich als Influencer viel zu riskant, für eine so undurchsichtige Firma zu werben. Und ich würde auch zusätzlich nicht dafür werben, weil ich einfach diesen Billigkonsum nicht befürworten kann. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, das machen halt Leute, die keine anderen Placements bekommen, ne? Also no joke. Also vor allem TikToker und so. Die kriegen ja eh nicht so viel. Also TikToker, es gibt ja so viele TikToker. Und wenn du, selbst wenn du keine 100k hast, kriegst du keine Angebote rein. Und wenn da so ein Temu um die Ecke kommt und denkst so, oh, Free-Produkt und so, dann passiert das halt schnell, dass man für Temu auf einmal wirbt, ne? Das ist halt schlimm. Und die ganzen Kunden, die müssen halt Moral mit ihrem eigenen Bedürfnissen oder das, was mit ihrem Shopping-Konsum, müssen die halt gleichstellen. Und die meisten denken sich halt eh so, okay, Digga, es wird eh immer alles teurer, alles teuer, alles scheiße. So, Digga, dann kaufe ich bei fucking AliExpress, Temu, und ich weiß nicht mal, was da abgeht, anstatt da 20 Euro mehr für irgendwas zu bezahlen. So funktioniert es halt heutzutage. Ist schon traurig, aber irgendwie finde ich das auch verständlich, weil man hat seine eigenen Probleme und so. Und wenn man vor allem kein Geld hat, dann ist man, glaube ich, in so einer Situation wesentlich egoistischer als Leute, die Geld haben. Ich kann das niemals befürworten, wenn man Geld hat, also für solche Sachen, aber dann trotzdem auf Temu geht. Nur meine Meinung an dieser Stelle, aber alles auf dieser Website sieht doch einfach nur fucking ramschig und billig aus. Dennoch, und das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, sollte man grundsätzlich nicht jeden irgendwie beschämen, der da einkauft. Ich denke, Tatsache, dass Haushalte, die wirklich am Existenzminimum leben, da auch mal eine Ausnahme machen können. Also, wenn du jetzt wirklich jeden Cent umdrehen musst und deine Bratpfanne kaputt gegangen ist, mein Gott, dann bestell halt dort eine neue. Wobei man natürlich da auch wieder auf das Sprichwort verweisen kann: Wer billig kauft, kauft zweimal. Also ich würde ohne Scheiß nicht unbedingt vermuten, dass so eine günstige Bratpfanne genauso lange hält wie ein teures. Kommt immer auf das Produkt an eigentlich. Pendant, das made in Europa oder so ist. Aber manchmal ist das Geld eben knapp und man braucht vielleicht akut was Bestimmtes. Ob man es dann bei Amazon über einen Dropshipper kauft oder eben beim Händler selbst, macht für mich da jetzt
keinen wirklichen Unterschied. Kritisch wird es eben, wenn man solche Plattformen für exzessiven Konsum nutzt. Da ist nämlich dann keinem geholfen. Was ihr hingegen exzessiv konsumieren dürft, das sind die Videos auf meinem Kanal. Und wenn ihr mich abonniert, dann ist eigentlich auch jedem geholfen, euch und mir. Und jetzt verrate ich euch noch, was Temu Influencern denn so bietet, wenn man für sie wirbt. Diesen Ausschnitt der Mail, den ich euch gleich vorlese, der ist natürlich total fiktiv und nur zufällig irgendwie in mein Postfach geflattert. Also, man bekommt laut diesem Anbieter hier bis zu 270 Euro an kostenlosen Produkten von Temu. Zusätzlich gibt es bis zu 20% Provision auf Bestellungen von Nutzern, krass, die du empfohlen hast. Affiliate. Und insgesamt bis zu 100.000 Euro Provision jeden Monat. Bis zu 2 Euro für jeden Empfehlungsdownload und Login. Wobei ich mir an der Stelle die Frage stelle, wie willst du bei einem Laden, bei dem alles so billig ist, mit 20% Provision auf 100.000 Euro kommen? Also da muss ja schon die ganze Weltbevölkerung anwerben. Dann ist vor ein paar Tagen noch was Krasses passiert, weshalb ich mich erst offen melde. Junge, stell dir vor, du machst Werbung dafür, jemand bestellt über deinen Link, für 1 Euro kauft er irgendwas. Wow, crazy fuck, Digga, was eine Provision. Sehr guten fünfstelligen Betrag geboten, wenn ich auf meinem Kanal ein dediziertes Video nur über Temu machen würde. Also 8 bis 10 Minuten wirklich einfach nur über Temu positiv sprechen und deren Produkte auspacken. Oh. Würde ich natürlich niemals annehmen, aber manchmal frage ich mich doch, wie es so wäre auf der dunklen Seite der Macht. Naja, schreibt gern eure Meinung jetzt noch in die Kommentare, aber bleibt rational, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Sehr starkes Video, sehr, sehr, sehr stark. Boah, schon heftig, ey. Wieder was dazugelernt, schaut bei Alicia Joey vorbei, schaut meine Jacke an und kauft sie. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Ciao, ciao.